Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Jürgen Wager. Ich bin Existenzgründungsberater im Beratungszentrum Recht und Betriebswirtschaft der IHK Schwaben. Heute geht es um Grundlagen und Formalitäten einer Existenzgründung. Ein Gründer muss sich über viele Themen vor der Selbstständigkeit Gedanken machen, um den Businessplan, um die Rechtsgrundlagen, Steuern, Buchführung, Betriebswirtschaft, Finanzierung, Zuschüsse. Zu all diesen Themen finden Sie Videos bei uns auf schwaben.ihk.de unter der Nummer 78658. Sie finden auch bei unserem Direkteinstieg Gründung auf der Homepage eine Gründungswerkstatt zur Erstellung des Businessplans. Sie finden Erstinformationen und vertiefende Beratungen. Sie finden bei den Erstinformationen Erklärfilme zu den einzelnen Themen der Selbstständigkeit und Sie finden einen Reiter mit den Gründerzentren in Schwaben. Die Frage des Standortes ist ja häufig noch offen. Überlegen Sie, ob Ihr Geschäftsmodell in ein Gründerzentrum passt. Wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, kann es in Augsburg auch der Coworking Campus sein. Letztendlich ist die Frage, gründe ich oder übernehme ich einen Betrieb? Es gibt aufgrund des demografischen Wandels viele Unternehmer, die sagen, ich habe jetzt lange genug gearbeitet, ich habe keinen Nachfolger in der Firma, die Kinder haben was anderes vor. Diesen Unternehmern sagen wir, gehen Sie in die Next Change Unternehmensbörse, bieten Sie dort Ihre Firma an. Dort können Sie auch suchen, wäre eine Alternative zur Gründung, ein Unternehmen zu übernehmen. Grundsätzlich ist es so, ob die Neugründung oder eine Übernahme gelingt, liegt sehr häufig an der Person des Gründers. Die Mentalität, die Einstellung, die Qualifikation sind entscheidend. Daraus ergibt sich alles andere. Auch die Fähigkeit, eine Gründung erfolgreich zu bewerkstelligen. Um die Geschäftsidee gibt es viel Hype. Erstklassige Geschäftsidee, zweitklassige Geschäftsidee, erstklassige Gründerteam, zweitklassiges Gründerteam. Also ich würde Ihnen empfehlen, prüfen Sie Ihre Qualifikationen, Ihre Einstellung, Mentalität, prüfen Sie Ihre kaufmännische Kenntnis, Ihre Branchenkenntnis. Ich würde sagen, lieber ein erstklassiger Gründer, der setzt auch eine zweitklassige Geschäftsidee um. Das ist entscheidend. Zu den Grundlagen und Formalitäten. Sie müssen wissen, dass wir ein Beratungsteam haben. Im Bereich Nord- und Westschwaben berät sie Karin Breuer. Im Allgäu der Gerhard Remmele. Im Wirtschaftsraum Augsburg, einschließlich Eichach-Friedberg, bin ich Ihr Berater. Unser Angebot, das Restaurant hat eine Speisekarte. Wir haben ein Angebot auf einem Chart. Wir haben Erstinformationen für Gründer. Dazu zählt der IHK-Gründer-Workshop, der im Moment online stattfindet. Wir haben ein digitales Infopaket, telefonische Erstberatung, auch im Servicecenter der IHK Schwaben unter 0821 31620. Und denken Sie dran, Sie müssen nicht wegen jedem Merkblatt, wegen jeder Musterlösung unbedingt einen Rechtsanwalt aufsuchen oder zum Steuerberater gehen. Wir haben jede Menge Merkblätter, Broschüren, Musterlösungen für Sie im Internet abrufbar. Wenn Sie am Businessplan gearbeitet haben, nachdem Sie die Erstinformationsschiene durchgegangen sind, bieten wir Individualberatung an. Wir geben auch die Stellungnahmen zu Förderkrediten, vor allem zum Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit ab. Wir beraten Gründer an Hochschulen und Universitäten und sofern Sie einen größeren Kapitalbedarf haben, bieten wir regelmäßige Beratungssprechtage mit LFA Förderbank Bayern und KfW an. Und Sie müssen auch wissen, dass es Coaching-Programme gibt. Was ist Coaching im Rahmen einer Gründung oder einer Übernahme? Coaching bedeutet, dass Sie einen Zuschuss für einen Unternehmensberater beantragen können, der Sie quasi navigiert, der mit Ihnen ein Marketingkonzept erstellt, einen Vertriebsplan,
Führungsthemen bespricht oder Ähnliches. Das ist kostbar. Ich würde Ihnen empfehlen, schreiben Sie zunächst einen Businessplan selbst, informieren Sie sich selbst, lassen Sie Ihre Idee, Ihre Planungen durch die eigenen Gehirnwindungen laufen und gehen Sie dann zu einem Berater, wenn Sie an Ihre Grenzen stoßen. Dann sind Sie schon mal auf einem bestimmten Vorbereitungslevel und dann ist es einfach zielgerichteter, in dem Moment einen Coach einzusetzen. Zu den Coaching-Programmen kommen wir gleich nochmal. Gehen wir weiter zu den Netzwerken. Es ist wichtig, dass Sie auch Netzwerker sind. Geht über unsere Branchenbetreuungen und Netzwerke, die Sie auf der Homepage schwaben.ihk.de finden. Sie können bei den IHK-Spezials eben Netzwerken. Sie finden ein Netzwerk für Unternehmen, die einen Käufer suchen, in NextChange. Wegen Kapitalsuche für schnell wachsende Geschäftsideen bieten sich verschiedene Möglichkeiten, zwar auch das Forum Unternehmerkapital. Die IHK bietet auch Erfa und Arbeitskreise an. Qualifizierung ist ganz wichtig, hatte ich eingangs erwähnt. Einer der Player hier im Markt ist die IHK Akademie Schwaben. Es gibt noch einige andere. Dort können Sie sich und Ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren bis zum Praxisstudium, bis zum Betriebswirt. So sieht unsere Speisekarte aus. Coaching-Programme im Detail. Es gibt zwei wichtige Programme. Das eine ist vor der Gründung beantragbar. Das sogenannte Vorgründungs- und Nachfolge-Coaching Bayern. 70% Zuschuss, maximal 10 Tagewerke, maximal 8.000 Euro Beraterrechnung. Ist für die Zielgruppe gedacht, die noch vor dem Start in den Haupterwerb ist, also noch vor der Gründung in den Haupterwerb und in Bayern sitzt. Wenn Sie vor der Gründung keinen Bedarf haben, können Sie nach der Gründung die Förderung unternehmerischen Know-hows für junge Unternehmen der BAFA beantragen. Hier haben wir 50% Zuschuss aus maximal 4.000 Euro Beraterrechnung. Sie können auch beide Programme kombinieren. Eines beantragen, beide beantragen. Sie können selbstverständlich auch sagen, lasse ich komplett die Finger davon. Hängt jetzt einfach von Ihrer Qualifikation ab und von Ihrem Beratungsbedarf. Wie gehen Sie zunächst vor? Sie prüfen Ihre Motive der Idee. Wie gesagt, die Mentalität, Einstellung, Qualifikation ist hier sehr wichtig. Sie können sich, wie gesagt, bei uns weiterbilden. So, und jetzt kommen wir in die Tiefen. Wo gehöre ich denn rein? Bin ich Industrie? Bin ich Handwerk? Oder bin ich Freiberufler? Bin ich Gewerbetreibender? Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Es gibt nicht nur die Industrie- und Handelskammer, es gibt auch die Handwerkskammer für Schwaben. Es gibt Gründer, die gehören in eine Zielgruppe, die sind nicht gewerbetreibend. Das sind die Freiberufler oder die Urproduktionsbetriebe. Und letztendlich müssen Sie klären, ob Sie erlaubnispflichtige Gewerbe betreiben. Also ob Sie eine Sachkunde benötigen, zum Beispiel bei der Gaststätte oder bei Immobilienmakler, Versicherungsvermittler. Dann erstellen Sie den Businessplan. Und klären vor der Gewerbeanmeldung bitte ab, deutsche gesetzliche Unfallversicherung. Muss ich mich unfallversichern? Ist es freiwillig oder ist es eine Pflicht? Sprechen Sie mit der deutschen Rentenversicherung. Wenn Sie selbstständig sind, können Sie sich eventuell freiwillig weiterversichern. Manche Branchen sind aber pflichtversichert. Also dort unbedingt ein Gespräch vereinbaren. Es geht letztendlich um Ihre Altersvorsorge. Reicht dann die Rente aus oder planen Sie eine alternative Vorsorge? Gold, Aktien, Immobilien, Sparpläne. Sie müssen sich krankenversichern, gesetzlich oder privat. Und Sie sollten, in manchen Branchen ist es auch Pflicht, eine Betriebshaftpflichtversicherung haben. Das ist die wichtigste Versicherung. Zu Versicherungen bieten wir im Internet eine Fundstelle an. Da können Sie in aller Ruhe nochmal informieren, damit Sie auf Augenhöhe zu einem Versicherungsmakler, zu einem Versicherungsvertreter gehen können und sich dort dann beraten lassen können. Die Gewerbeanmeldung läuft direkt bei der Gemeinde am Unternehmenssitz, ist bei Gründern oftmals noch der Wohnsitz.
Und dann beginnen Sie das Unternehmen. So, es gibt drei Arten der Selbstständigkeit. Die erste und die zweite haben nichts mit dem Gewerbe zu tun. Die erste, gibt es relativ wenig Gründungen, nennt sich Urproduktion, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau, Tierzucht. 15 von 100 Gründern betätigen sich geschätzt freiberuflich, entweder in wissenschaftlichen, unterrichtenden oder künstlerischen Tätigkeiten. Wichtig zu wissen, als Freiberufler werden Sie nicht Mitglied der Handwerkskammer, auch nicht Mitglied der Industrie- und Handelskammer. Es gibt freiwillige Verbandsmitgliedschaften. Eine wichtige Informationsstelle ist das Institut für freie Berufe in Nürnberg. www.ifb-gründung.de. Wissenschaftler sind definiert, Freiberufler sind definiert in § 18 Einkommensteuergesetz. Das sind entweder wissenschaftliche, unterrichtende oder künstlerische Tätigkeiten. Beginnen wir mal mit den wissenschaftlichen. Steuerberater, Rechtsanwälte, Ingenieure, alle Heilberufe, Fachärzte, Allgemeinärzte, Hebamme, Psychotherapeut, Physiotherapeut, Logopäde sind wissenschaftlich und sind damit freiberuflich. Entscheidend ist der Abschluss des Studiums und dass die entsprechende Tätigkeit auch ausgeübt wird. Beispiel, wir haben einen Arzt, der eine Arztpraxis führt. Würde derselbe Arzt einen Kiosk betreiben oder ein Dentallabor, wären wir schon wieder im Gewerbe. Also es geht darum, Qualifikation, Abschluss und Ausübung der Tätigkeit. Unterrichtend können sein Dozenten, Privatdozenten an Hochschulen, Dozenten bei Bildungsträgern, Fahrlehrer, Sprachkurse oder ähnliches. Und Künstler, ich würde mal sagen, alle außer Lebenskünstlern, Maler, Musiker, Bildhauer, Choreografen, Regisseure, Schriftsteller sind in der Regel künstlerisch tätig. Ein Beispiel, wer tätowiert und künstlerisch tätowiert, der wird in der Regel den freien Berufen zugeschlagen. Hinweis dort auf die Künstlersozialkasse, nehmen Sie dann Kontakt zur Künstlersozialkasse auf. Wer mit Schablone tätowiert, der wäre wiederum gewerbetreibend, weil er eben nicht künstlerisch tätig ist. So, die meisten werden allerdings ein Gewerbe anmelden. Was ist denn ein Gewerbe? Laut Definition in der Gewerbeordnung, die Rechtsgrundlage ist, es ist eine selbstständige Tätigkeit, die gleichzeitig auf Dauer ausgeübt wird und eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Hat denn nicht ein Landwirt oder ein Arzt auch eine selbstständige Tätigkeit auf Dauer mit Gewinnerzielungsabsicht? Ja, deswegen hilft uns das nicht unbedingt weiter. Letztendlich, wer nicht Urproduktionsbetrieb ist, wer nicht Freiberufler ist, der meldet ein Gewerbe an bei der zuständigen Kommune. Selbstständig bedeutet logischerweise nicht angestellt und selbstständig bedeutet auch nicht scheinselbstständig. Wenn Sie nur einen Kunden haben, wenn Sie von Ihrem Auftraggeber, von Ihrem einzigen Auftraggeber vorgeschrieben bekommen, wann Sie wie Ihre Leistung zu erbringen haben, wenn Sie mit Arbeitsmitteln Ihres Auftraggebers, also als Telefonistin im Callcenter beispielsweise oder als Mitarbeiter in einem Schlachthof selbstständig arbeiten und da nicht frei sind, sind Sie in der Regel scheinselbstständig. Klären Sie es in unserem Merkblatt, klären Sie es eventuell juristisch ab mit unseren Kollegen, beziehungsweise wenn Sie Zweifel haben, können Sie vor Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung durchlaufen. Da wird dann vorab geklärt, ob es sich um eine Scheinselbstständigkeit handelt. Also wichtig, unternehmerische Freiheiten zu haben, mehrere Kunden zu haben, einen eigenen Marktauftritt zu haben, für andere verfügbar sein im Internet für Ihre Kunden, das ist entscheidend. Auf Dauer, was bedeutet denn die Dauer? Wenn Sie Ihren gebrauchten Volvo, Saab, Mercedes oder BMW verkaufen oder Ihren Volkswagen, sind Sie
nicht auf Dauer tätig, auch nicht, wenn sie ihre Eigentumswohnung verkaufen, sondern wenn sie das ständig tun, also wie ein Kfz-Händler oder wie ein Immobilienmakler. Und drittens Gewinnerzielungsabsicht. Es reicht die Absicht, wenn Sie am Anfang oder zwischendurch Verluste machen, aber eine Gewinnerzielungsabsicht haben, die herrschende Meinung wird es im Zweifelsfall ausräumen, eine Gaststätte sollte eine Gewinnerzielungsabsicht haben, auch wenn sie zwischendurch Verluste macht, dann wäre ein Gewerbe anzumelden. Nicht gewerbeanmeldepflichtig wäre eine reine Bagatelltätigkeit, also eine kleine Einnahme, die können Sie am Jahresende in der Steuererklärung angeben. Ferner ist eine private Vermögensverwaltung auch kein Gewerbe und verbotene gesetzeswidrige Tätigkeiten auch nicht. Wenn Sie das Gewerbe zu Hause anmelden, achten Sie auf Brandschutz, sprechen Sie eventuell mit dem Gewerbeamt, ob eine Baunutzungsänderung erforderlich ist, eventuell wenn Sie Geräusche, Emissionen verursachen, eine Druckmaschine im Wohnzimmer, in einem reinen Wohngebiet wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist auch so, dass Sie keinen Kinderhort beispielsweise in der privaten Wohnung machen dürfen. Also auch das Mietrecht steht da hin und wieder dagegen und das Wohnungseigentumsrecht. Klären Sie das vorher ab, auch wie gesagt, ob eine Baunutzungsänderung erforderlich ist, die Sie dann beim Bauordnungsamt beantragen. Fast alle Tätigkeiten in Dienstleistung, Handel und Produktion sind erlaubnisfrei. Das heißt, Sie melden ein Gewerbe an. Beispiel Einzelhandel mit Textilien, Einzelhandel mit Lebensmitteln, Trockenbau, auch eine Dienstleistung, die erlaubnispflichtig ist. Produktion selbst auch, damit meine ich in Abgrenzung zum Handwerk. Natürlich unterliegt die Produktion anderen Auflagen, aber Sie müssen nicht Meister haben, und Sie müssen nicht eine bestimmte Qualifikation in Ihrer Person haben. Vielleicht brauchen Sie ein Qualitätsaudit, ja. Aber das ist, sage ich mal, erzielbar. Es gibt allerdings auch erlaubnispflichtige Gewerbe. Die prominentesten finden sich hier im Handwerk. Da haben Sie dann Sachkundenachweise. Beim Handwerk nennt sich das Meisterbrief. In der Anlage A der Handwerksordnung finden Sie über 40 Gewerke, die Sie zwar als Angestellter ausführen können, mit denen Sie sich aber nicht selbstständig machen dürfen, wenn Sie keinen Meisterbrief haben oder eine Ausnahmeregelung, die die Handwerkskammer vorsieht in der Handwerksordnung. Grundlage ist die Handwerksordnung. Meisterbriefe braucht beispielsweise in Deutschland ein Friseur, ein Bäcker, ein Konditor. Auch jemand, der Gerüste aufstellt oder Elektriker. Es gibt allerdings noch zwei weitere Anlagen der Handwerksordnung. Das sind zulassungsfreie Handwerksberufe. Da wurde der Meisterbrief mal abgeschafft. Und es gibt handwerksähnliche Gewerbe, die dürfen ohne Meisterbrief ausgeführt werden. Beispiele für diese Anlagen sind Änderungsschneider, Gebäudereinigung, Kosmetiker, Schönheitspfleger. Die brauchen keinen Meister, sind aber Mitglied der Handwerkskammer. Übrigens auch Fotografen. Also klären Sie das ab. Wir bieten da verschiedene Merkblätter an, wo die ganzen Gewerke aufgezählt sind. Im Zweifelsfall sprechen Sie mit uns, beziehungsweise klären Sie mit der Handwerkskammer, ob hier ein Meisterbrief erforderlich ist. Weitere Erlaubnispflichten außerhalb des Handwerks sind Gütertransport, über 3,5 Tonnen, wohlgemerkt für andere, wenn Sie Ihre eigenen Güter mit 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht transportieren, ist keine Erlaubnispflicht vorhanden. Personentransport, egal mit welchem Verkehrsmittel, Kanu, Fähre, Rikscha, Omnibus, Taxi. Im Bereich Gastronomie brauchen Sie zwei Erlaubnisse. Die eine zielt auf das Objekt ab, die Gaststättenkonzession mit den Räumlichkeiten und auf die Person, Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, hieß früher mal Gesundheitszeugnis, und die Gaststättenunterrichtung, die bestimmte Personengruppen absolvieren müssen, die beispielsweise keine Ausbildung zum Koch absolviert haben. In verschiedenen Handelsbranchen haben wir auch Erlaubnispflichten. Handel mit Tieren,
Zoofachgeschäft zum Beispiel, mit Waffen und Munition, mit giftigen Stoffen, die in bestimmten Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel drin sind oder Anstrichen, und Handel mit frei verkäuflichen Arzneimitteln, die außerhalb von Apotheken verkauft werden dürfen. Im Dienstleistungsbereich haben wir bei den Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern Erlaubnispflichten. Wir haben auch eine Erlaubnispflicht bei Zeitarbeit, bei Inkassobüros. Wir haben Erlaubnispflichten bei Immobilienmaklern. Wir haben bei den Hausverwaltern Reglementierungen. Also schauen Sie sich da bei uns um im Internet unter erlaubnispflichtige Gewerbe. Überwachungsbedürftig, was ist das? So eine Zwitterstellung. Bei den erlaubnispflichtigen Gewerben wird auch die persönliche Zuverlässigkeit überprüft. Durch polizeiliches Führungszeugnis wird bei der Kommune beantragt oder und auch über eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. In manchen Branchen haben wir keine Erlaubnis, sondern nur die Überwachung, Reisebüro, Detektivbüro, Partnervermittlung. Da brauchen Sie dann nur die Zuverlässigkeitsüberprüfung durch die Führungszeugnisse und den Auszug aus dem Gewerbezentralregister. Die müssen dann einwandfrei sein, sonst kann es sein, dass Ihnen da die Gewerbeausübung versagt wird. Übrigens sind auch Versteigerungen erlaubnispflichtig, also wenn Sie Objekte versteigern, Pfandleihhäuser sind erlaubnispflichtig und kommt auch relativ häufig vor, Bewachungsunternehmen. Die Gewerbeanmeldung, wie gesagt, die ganzen Präsentationen stehen zum Download bei uns unter 78658 zur Verfügung. Die hat einen umfangreichen Verteiler. Eine Ausfertigung bekommen Sie. Wichtig ist das Feld angemeldete Tätigkeit. Da schreiben Sie rein, was Sie tun. Einzelhandel mit Textilien, mit Lebensmitteln, Trockenbau, Reisebüro oder was auch immer. Sie können da mehrere Branchen, mehrere Unternehmensgegenstände, mehrere Geschäftsideen sozusagen anmelden. Und Sie können auch für die ewigen Jagdgründe der Statistik ein Kreuzchen machen, Haupterwerb oder Nebenerwerb. Die Branche wird noch angekreuzt. Wenn Sie eine bestimmte Rechtsform haben, GmbH etc., dann wird die ganz oben in der Gewerbeanmeldung eingetragen. Ansonsten kommt Ihr Gewerbesitz in die Gewerbeanmeldung, Ihre Kontaktdaten und Ihr Wohnsitz. Die Gewerbeanmeldung wird verteilt. Das müssen Sie nicht machen, das macht das Gewerbeamt. Die Originalausfertigung geben Sie bitte nie aus der Hand. Behalten Sie die bei sich. Ihr Gewerbeschein, machen Sie Kopien, wenn Sie die brauchen für Messen oder um Waren einzukaufen. Das Gewerbeamt bekommt eine Kopie, also die Stadt Augsburg, Stadt Schwab München, Stadt Kempten. Das Finanzamt, das zuständig ist für den Raum, schickt Ihnen eine Steuernummer, schickt Ihnen einen Fragebogen, alles weitere dazu im Vortrag Steuern und Buchführung. Die IHK, die Handwerkskammer, Sie werden Mitglied in einer oder in der anderen Kammer, müssen Sie nichts veranlassen. Das Gewerbeaufsichtsamt kontrolliert beispielsweise Verkauf von Feuerwerkskörpern und hat andere überprüft Druckbehälter, betrifft viele Branchen nicht. Das Eichamt überprüft die Fertigpackungsverordnung. Das Handelsregister beim Amtsgericht interessiert sich dann für die Gewerbeanmeldung, wenn es sich um eine juristische Person handelt oder um eine Personengesellschaft, die im Handelsregister eingetragen werden muss. Einzelunternehmen übrigens nicht. Die bleiben ja im Gewerberegister bei der Stadt Augsburg, beim Gewerbeamt. Sie müssen nur dann ins Handelsregister, wenn Sie in der Regel 600.000 Euro Umsatz oder 60.000 Euro Gewinn pro Jahr übersteigen. Die Agentur für Arbeit, wenn Sie Angestellte haben, wichtig, schickt Ihnen eine Nummer für die Mitarbeiter, eine Betriebsnummer. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, da gehen Sie in die ewigen Jagdgründe der Statistik ein. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Sie sollten aber vorher Kontakt aufnehmen, eine Woche nach Gewerbeanmeldung, indem Sie die Telefonnummer 0800
60, 50, 40, 4 anrufen, damit Sie 100% unfallversichert sind. Ganz wichtig für einen Selbstständigen, wenn ein betrieblicher Unfall passiert, dann haben wir schnell eine existenzbedrohende Lage. Das Chef fällt aus, da sollten Sie versichert sein. Und letztendlich die Kreisverwaltungsbehörde. Die Kreisverwaltungsbehörde ist das Landratsamt bzw. die kreisfreie Stadt. Die bekommen eine Kopie und das Hauptzollamt, die Kontrollfunktionen ausüben. Sind wir bei den 7 Grundregeln, die wichtig sind? Machen Sie ein ausführliches schriftliches Konzept. Analysieren Sie den Bedarf und den Wettbewerb. Seien Sie kreativ bei der Finanzierung, bei den Umsetzen. Planen Sie da realistisch. Da sind wir auch schon im Bereich des Businessplans, den Sie in einem anderen Modul hier finden bei den Videos. Und sprechen Sie unbedingt mit Ihren Kunden. Die Kunden sind sozusagen Ihre Chefs, sind Ihr Schlüssel zum Erfolg. Denken Sie dran, was wäre, wenn? Nutzen Sie unser Tool Notfallkoffer. Wer leitet denn das Unternehmen bei längerem Ausfall? Wo sind die Passwörter? Wo sind die wichtigen Verträge? Wo ist das Testament etc.? Kann man strukturiert ablegen? Und ich möchte es nochmal betonen, denken Sie auch an eine Firmenübernahme als Option zur Gründung.